Ökopfadzelen Vodopad, auf Deutsch grüner Wasserfall, und die Höhle Uruschka Mara. Sanftes Sonnenlicht fällt auf die Wiese. Die Strahlen dringen durch die Baumkronen und bilden bunte Schatten. Ein grünes Schattenspiel. Der Pfad führt durch den Wald an einem kleinen Teich vorbei. Man ist mit Frische und Ruhe erfüllt. Auf der Wiese schreitet ein Storch und sucht im Gras nach seiner Mahlzeit. Überall sind Feldblumen, Brombeer und Hagebuttensträucher. Ein Stück weiter kommt man ins Freie. Hoch oben sieht man im dichten Grün die Überreste einer alten Festung. Stets spürt man die Kühle des Flusses, das Grün umher beruhigt durch seine Frische. Das Wasser schlängelt sich an großen und kleinen Felsen vorbei, durch Büsche und gestürzte Bäume. Von Zeit zu Zeit verschwindet es hinter der üppigen Bepflanzung. Der Pfad wird schmaler und die ersten Brücken erscheinen. In der Luft sind frische Spritzer, die angenehme Kühle verleihen. Da ist er, der einsame grüne Wasserfall, der im Schatten der berühmten Wasserfälle von Kruschuna bleibt. Er ist etwa 20 Meter hoch. Das Wasser stürzt den stufenförmigen Hang hinunter und bildet ein märchenhaftes Bild aus schäumenden Wasserstrahlen an der natürlichen Felsenkaskade. Die Becken mit glatten Oberflächen, die von den Wasserterrassen gebildet werden, wirken sehr anziehend. Man möchte sich sofort darin erfrischen, besonders in der Sommerhitze. Vom Hauptpfad zweigt ein anderer ab und verschwindet im Gebüsch. Am herankommenden Rauschen erkennt man, dass der Pfad den Fluss entlang schlängelt. Er führt zur Uruschka-Höhle oder Uruschka-Mara. Sie versteckt sich genauso wie der Wasserfall hinter üppigem Grün. Der Eingang sieht etwas unheimlich aus. Er wird von hier träge fließenden Fluss erfüllt. Wenn man hineinschaut, sieht man, dass die Decke durch Metallrohre gestützt ist. Sie ist nicht so klein, wie es uns am Eingang scheint, ist aber nur für erfahrene Paläologen zugänglich. Es wird behauptet, dass im Inneren 12 unterirdische Seen sind. Diese Höhle flößt echten Respekt ein. Die Uruschka-Höhle ist eine Quellenhöhle, zweistöckig und sehr verzweigt. Ihre beiden Galerien, eine trockene und eine Wassergalerie, vereinigen sich. Das Karstwasser hat eine Travertiner-Terrasse gebildet. Der Name der Höhle kommt von der Sage, dass in alten Zeiten die gestützte Vorderterrasse sowie die Höhle selbst den Hirten zur Unterbringung und Tränke ihrer Herden gedient haben. Der Ökopfad Grüner Wasserfall Uruschka Mara ist nicht sehr lang und bietet keine extremen Erlebnisse. Hier sieht man mit eigenen Augen und fühlt mit eigener Seele die Magie der Natur, die hier vieles zu bieten hat. Üppige Bepflanzung, viele duftende Feldblumen, Waldfrüchte, malerische Felsen, die Frische des Wassers, klare Luft.